So, Dille, heute mal was ganz anderes. Etwas ganz anders. 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 Sorry, schon verkackt. Naja, wir sitzen hier in Aix-en-Provence und der Papa hat sich ein kleines Bierchen gegönnt. Ganz kleines. Lecker Leffe. Nee, was? Grimbergen. Bei ihm muss immer alles was heißen. Stuttgart, was heißt das? Stutengarten. Thank you.
Ah, oui. Das hört sich auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Wir haben so eins, ne? Und? Hein? Hein? Sandwich. Un sandwich ou un? Alors, les mots qui finissent par E en français, on dit une. Une. Et ceux qui finissent par où il n'y a pas de E, c'est un. Pain, ah, par exemple. C'est un N, c'est un pain. Ok. La baguette, et une un... baguette. Oh, non, c'est pas difficile. Oui. Non. So, die Lehrer, ich mache es ganz anders. Wir sind gerade auf dem Weg zu einer sogenannten Calanque. Ich glaube, das heißt Calanque, oder? Also Einzahl Calanque, Mehrzahl Calanques. Und jetzt sind wir gerade spektakulär vom Campingplatz hierher gefahren. Also Mordsteigung hoch und jetzt noch eine größere Steigung runter. Und ich vermute mal, dass wir da nie mehr hochkommen mit unserem schwachen Elektromotorrädle. Und das ist ein ganz deutliches Zeichen für einen stärkeren Motorroller. Baltikum lässt grüßen. Ja. So, meine. Was ist denn hier los? Schatten. Am Strand ist kein Schatten. Mhm. Eine sogenannte Calanque. Ja, Wahnsinn. Also der Strand sieht schon mal nicht gut aus, da sind nicht viele Steu. Ich glaube, sie sind gleich wieder weg. Okay, die Bucht, die hat natürlich was, aber ein Steinstrand wie in Kroatien. Das geht gar nicht. Also wenn der Strand aus Sand bestehen würde, dann wäre es ja schon... Da ist noch mehr los. Ja, aber das ist ja, das geht ja nicht. Oder? So, wir hätten nie gedacht, dass wir da wieder raufkommen.
aber Manu, die hat schon gefragt, ob sie mit dem Auto mitfahren darf, weil der Leute das vielleicht packt. Aber der hat gesagt, er fährt das in einer Stunde. Und dann haben wir es probiert und wir sind hochgekommen. 1,3 kW. Aber der nächste, den ich kaufe, der hat bestimmt 6 oder 7 kW. Das weiß ich gewiss. Aber der will gar keinen mehr, glaube ich. Was machen wir denn dann? Größeres Wohnmobil, wo dann unter ins Smart rein geht. So, heute noch was ganz anderes. Also, unsere Batterie ist jetzt 7 Jahre alt und jetzt habe ich das Gefühl, sie ist am Arsch oder zumindest springt er halt nicht mehr an. Gell? Ich habe ein Ladegerät und das ist ein ziemlich heiß gerade und das ist jetzt auf Stufe 3 und ich merke auch innen am Gerät, also am Lade, an der Anzeige, dass das langsam wieder zum Leben erweckt wird. Jetzt hoffen wir, dass es funktioniert, sonst müssen wir ein neues Batterie kaufen. Sur mer, wir sind fertig. Richtig fertig. Und können losfahren. Haha, da kommt sie. Lass mich rein. Frisch. Sonne Ende. Boah, Sonne Ende. Gänsehaut. Bruder. Jetzt habe ich bei Rechnung nichts. So, da lehnt noch die Osmo drauf. Und dann fahren wir in die Verdon-Schlucht.
So, Dele, heute mal was ganz anderes. Wir sind jetzt am Rande der Verdun-Schlucht. Und jetzt trinken wir schon mal eine Heineken. Wir sind ja wieder auf einen von diesen Plätzen, wo du schon von vornherein gezahlt hast. Hast eine Karte und kannst einfach reinfahren. Französisch Vesper. Oh ne. Mariechen? Also so sieht es bei uns eben abends aus. Thank you.
Du bist der Lenker, okay? Oh Gott, das ist aber schwer zu lenken, das sage ich dir. Hallo? Ich möchte einfach geradeaus fahren. Heute haben wir was ganz anderes. Heute ist Montag, keine Ahnung wie viele, aber der letzte Montag im Urlaub. Und wir sind in Sisteron. Sisteron. Jetzt gucke ich euch das mal. Also, wir haben einen Traumplatz. Wir haben direkt an einem Denkmal. Wenn man da Top-Plätze kriegt. Okay, wir sind jetzt ein bisschen weiter vorgefahren, weil Hände. Haben wir, falls da noch einer kommt, ein bisschen Platz lassen. Weil der letzte, der hängt halt auch ein bisschen drüber, sind genau 8 Meter. Ihr kennt nur einen Meter zurück, aber schon Quatsch. Ein witziger Platz, mitten in der Stadt, der Felsen. Hallo? Machen wir mal halblebig Zoom. Aber ein bisschen geht, ja. Und da hinten sind die Alpen schon. Also wenn wir Richtung Grenoble fahren morgen, fahren wir da drauf vorbei. Da kommt die Manu. Maschinen kaputt. Okay. Gerät außer Betrieb. Wenn es weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support. Aber da war noch ein Deutscher, da haben wir beide gesagt, Wille ist da. Also es steckt ganz viel Geld in dem Automaten drin. Okay. Kann man runter gucken. Durch das Ding durch. Mhm. Nein. Ich guck nur zum Horizont. Warum sollen wir zahlen? Kann schon mal zurückfahren.
Also der Wein hier, gell, der ist ja bekannt irgendwie, aber gibt's. Bekannt auch für seine, probier das Ding nicht zusammen, bekannt für seine Kernigkeit und 45 Euro für eine 07 Flasche. Das lassen wir mal, hä? Dein Mund ganz beschlagen. So, Odele, weiter geht's. Jetzt müssen wir ganz da rum und um fahren. Ehrlich? Ja. Oha. Okay. Ach, der Flug, der See heißt Le Hérisson. Da stürzt der dann danach hinunter. So, Dele, hätten wir was ganz anderes. Wir besichtigen jetzt einen Wasserfall. De Cascade du Hérisson heißt er. Und jetzt sind wir mal gespannt. Also da gibt es 7 Stück gleich auf dem Weg. Wir machen aber bloß 2. 2 reichen dann wahrscheinlich. Hätten wir wieder was ganz anderes. Wir sind gerade im Elsass in Ribeauville. Ein unglaubliches Städtchen. So wie Egisheim auch schön war, aber das ist noch schöner, gell? Panettone, ja. Ganz schön trocken. Baden-Württemberg. Wir machen einen Tunnel. Es war wie immer wunderschön mit uns zwei.
Wir haben wahnsinnig viel gesehen, weil wir auch viel von der Schnellstraße Autobahn runter sind und Landstraße gefahren sind. Ich konnte bisher nie die Franzosen leiden, aber seit dem Urlaub muss ich sagen, Franzosen sind ganz nett. Vielleicht waren wir auch immer in der falschen Gegend, aber Südfrankreich und jetzt die Provence, ein Träumchen. Und Elsass zum Abschluss. Ja, war richtig rund.